Ja, mein Name ist Silke Kettelhake. Ich arbeite unter anderem als Autorin für den Filmdienst und als Journalistin und Buchautorin und engagiere mich hier hier in der Notunterkunft Roosche Straße für Flüchtlinge. Berlinale hat die Initiative ergriffen und gesagt, wir wollen ein Zeichen setzen für die Geflüchteten, indem wir sie eben mit Freikarten ins Kino einladen. Ich denke, der Ansatz ist, über Film, über die Filmsprache einen Zugang zum deutschen Alltagsleben zu finden. Und ich denke, dass es eben eine ganz tolle Gelegenheit ist, mit den Flüchtlingen rauszugehen, in das ganz normale Berliner Leben zu gehen, mit der U-Bahn zu fahren und eben als Ziel das Kino zu haben. We are feeling happy to go and then see some characters or actors, actor and actors. We just want to go there to see some people. Diese abstrakten Fakten, dass täglich so und so viele Hunderte wieder mit Zügen oder Bussen oder sonst irgendwie hier in Berlin ankommen, dieses abstrakte Wissen in persönliche Geschichten umzusetzen, in persönliche Freundschaften und Bekanntschaften und damit den Menschen nahe zu kommen, das ist so mein Anliegen. Natürlich kann man das alles kritisch sehen und sagen, es ist im Grunde genommen nur Augenwischerei, es ist ein i-Tüpfelchen, die kehren so zurück zu ihren pappigen Mahlzeiten und zu ihrem Vierbettzimmer auf 16 Quadratmetern in dieser ehemaligen Stasi-Beherbergung, ja, wo immer noch das gleiche Neonlicht zu sehen ist. Und richtig ändern wird es das natürlich nicht, aber natürlich macht das Kino ein Fenster auf. Und ja, darauf hoffe ich.